Grüß euch, meine Lieben, bei Gabis Kochbuch, dem YouTube-Kanal von euromil.com. Ich möchte mit euch heute einen Halloween-Burger zubereiten. Geht recht einfach und schnell und dazu machen wir auch noch eine nette Salatgarnitur. Und wir brauchen dafür faschiertes Rindfleisch, also Rinderhackfleisch. Wir brauchen dafür Gebäck. Ich habe Semmeln, ihr könnt natürlich auch Burger-Bunnies nehmen, was ihr möchtet. Wir brauchen Cheddar zum Würzen, Salz und Pfeffer, für die Soße Mayonnaise und Tomatenketchup, Röstzwiebeln, Salat und dann braucht man noch Tomate, Paprika und Gurke und ganz zuletzt auch noch etwas Salatmarinade. Ich schneide meine Semmel durch und die werde ich jetzt einfach in der heißen Pfanne ein bisschen anrösten. Und derweil bereite ich mir mein Fleisch vor. Ich habe hier etwas gepressten Knoblauch, Pfeffer und Salz. Und das werde ich jetzt alles einmal gut durchmischen. Dann nehme ich mir ein schönes Stück von meinem Fleisch und werde es zu einem schönen runden Patty formen und das werden wir dann gleich in der Pfanne braten. Bevor ich mein Fleisch brate, bereite ich mir noch meine Salatgarnitur vor. Und dafür zupfen wir einfach einmal grünen Salat. Etwas von dem grünen Salat brauchen wir dann auch noch für unseren Burger. Dann schneide ich meine Paradeiser schön in Spalten. Schneide ich in Streifen, geben wir auch zum Salat dazu. Und als Deko gibt es Gurkenscheiben. Die schneide ich mir einmal herunter. Und aus diesen Scheiben schneidet man jetzt ein Gesicht heraus. Das könnt ihr fröhlich gestalten, ihr könnt es gruselig machen, wie ihr möchtet. Und damit garnieren wir jetzt noch den Salat. Ich habe schon ein paar vorbereitet. Und zum Schluss mariniere ich ihn noch. Dafür nehme ich einen Pinsel, damit mein Teller dann nicht so in der Marinade schwimmt. Und jetzt können wir unseren Burger dann fertig machen. Während unser Fleisch brät, bereite ich mir noch den Käse vor. Diese Burger werden ja nur halbe, die bekommen keinen Deckel drauf, damit wir eben das Käsegesicht sehen. Und dafür lege ich zwei Scheiben Cheddar-Käse übereinander. Und aus dem Käse schneide ich jetzt meine Gesichter aus. Du entscheidest, ob du fröhliche haben möchtest oder grimmige. Das bleibt ganz dir überlassen. Ich mag fröhliches Essen und darum dürfen meine Gesichter lachen. Das Fleisch ist fertig gebraten und jetzt legen wir noch den Käse drüber
und werden es noch einen Moment in den Backofen geben, damit das noch ein bisschen schmilzt und sich schön drüber legt. Dann können wir unseren Halloween Burger zusammenbauen. Dafür vermischen wir jetzt die Mayo mit dem Ketchup und streichen das als Burgersoße auf unser getoastetes Brot. Dann kommt etwas Salat drauf. Soll ja auch nicht aussehen. Dann unsere Röstzwiebeln. Und zuletzt kommen noch unsere Fleisch Patties drauf. Der Käse ist schön geschmolzen und unsere Halloween Gesichter schauen uns an und schon können wir genießen. Geht ganz einfach und ganz schnell, diese leckeren, schmackhaften Halloween Burger mit unserer Salatgarnitur. Freut mich, dass du wieder dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. Hier gibt es noch viele andere leckere Ideen für Halloween. Und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal.